Oh, schon wieder 13 Eisen in einer Kiste. Was ist hier los? Nein! Hä? Warum bin ich denn jetzt tot? Ja, Father of Grütz. Hat's euch jetzt beide erwischt? Naja, super. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso in den Planes gerade so abgeht, weil eigentlich war ja die ursprüngliche Planung, dass ihr dann nur schnell ein Portal im Vorbeigehen hinsetzt, weitersegelt und wir dann quasi zu dritt in die Planes gehen, weil in den Planes stirbt man halt oft, ne? As you can see. Aber ihr macht das schon. Ja, ne, jetzt müssen wir unser Zeug recovern, dann machen wir es vermutlich tatsächlich so, wie Matze gesagt hat. Falls Kevin das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er jetzt nicht hier alles umbringen kann. Wir haben uns ja was dabei gedacht, was das eigentlich. Ja, eigentlich schon. Aber auf der anderen Seite, wir wussten ja nicht wirklich, wo wir sind erstmal. So, wir haben ja erst relativ spät rausgefunden, dass wir überhaupt mit den falschen Planes sind, quasi. So, und dann haben wir die Struktur gesehen, den Jagdloot spawnen, und dann hatten wir das Goblin-Dorf gesehen. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass wir extrem. Ja, ich will es euch auch nicht ausreden, ich meine ja nur, dass das. Nee, es ist ein guter Einwand, nur ich finde jetzt nicht, dass wir das jetzt groß geplant haben. Mittelfristig wahrscheinlich sinnvoller wäre. Also es gab ein großes Update zu Sea of Thieves, Sea of Thieves, Alter! Ein Disney-Fluch der Karibik-Update, okay, krass, cool. Das passt ja auch irgendwie total zueinander. Frag mich, warum das nicht von Anfang an so gemacht wurde. Ja, also wie gesagt, wir möchten nichts versprechen, weil wir haben noch keine Planung so wirklich, aber wir können es jetzt, also wir wollen es auch nicht kategorisch ausschließen, weil das Interesse ist durchaus da. Vor allem auch jetzt nach dem Update. Die Möglichkeit besteht. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Welches Portal ist denn das, liebster Benny? Ach, das in der Mitte, oder? Wo Goblin draufsteht, ist ja Käse. Die Goblin, warte, wenn du jetzt hier falsch. Das ganz links auf der Stirnseite des Hauses Richtung Fluss. Ja, da warst du gerade. Und wenn wir mal, wenn ihr ganz kurz wieder am Respawn seid, lasse ich mal ganz kurz den Hund hier raus, dem ist glaube ich zu warm. Hast du deine Sachen eigentlich jetzt? Nee, die Skittos kreisen tatsächlich wirklich um meine Grabsteine. Und ich konnte den literally nicht ausweichen. Es gab keine Möglichkeit, es ging nicht. Also bist du nochmal gestorben? Ja. Okay, dann hole ich mal meine Sachen und dann gehen wir wieder zurück. Ja, wollte gerade sagen, wird es wahrscheinlich das Beste sein, wenn einfach Kevin Kevins Sachen recovert und Kevin sich der Deskitos annimmt, damit du an dein Stuff rankommst. Und jetzt könnt ihr tatsächlich mal zugucken, wie Kevin nackt durch die Plains läuft. Das will doch jeder sehen. Mhm. Unser Beitrag zum allseits beliebten Hot Tub Stream. Das hat Matze angetan. Also wenn es nach Matze ginge, würden wir jetzt jeden Dienstag einen Hot-Tub-Stream machen, aber ist richtig. Konnten ihn dann ein bisschen davon abhalten. Matze. Mhm. Ja, zu eurem Glück konnten mich die beiden überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Aber wer weiß, zu Sea of Thieves würde es schon wieder passen. Nicht wirklich, nee. Ja doch, ist ja auch nur Wasser. Weil es mit, ja, Wasser ist die einzige, es ist wirklich, Wasser ist das einzige, was damit zusammenhängt. Naja. Ah, hier ist dein Zeug. Ob wir Valheim erklären können? Ja, ich versuche es mal in Worte zu fassen, worum es in dem Spiel eigentlich geht und was das Ziel so ein bisschen ist. Ich trage zu viel. Tragisch. Hast du jetzt mein Zeug mitgenommen? Nee, okay. Hab alles. Es ist im Endeffekt ein relativ klassisches Survival-Spiel, aber es hat nicht ganz so harte Survival-Mechaniken, wie es jetzt, wie man es gewohnt ist. Also beispielsweise, wenn man stirbt, die spawnen die Sachen nicht. Man kann es auf jeden Fall recovern. Und das Ziel ist eigentlich, dass man sich als Wikinger nach oben arbeitet. Also man ist quasi in der echten Welt, in der realen Welt ist man gestorben. Und auf der Schwelle nach Valhalla muss man eine letzte Prüfung bestehen, nämlich die Prüfung in Valheim. Und Valheim ist eine Welt, die von verschiedenen Bossmonstern heimgesucht wird. Und man hat den Auftrag von Odin bekommen, diese Welt von den Bossmonstern zu befreien. Es gibt zurzeit insgesamt 5 Stück davon. Davon haben wir jetzt schon 4 besiegt.
Ich muss erstmal den Blob hier erledigen. Es geht was hinter dir. Und nice. Richtig schöner Double Kill. Man kämpft sich dann quasi so durch die Welt von Boss zu Boss. Man fängt quasi in einem relativ sanften Biom an. Besiegt den ersten Boss, schaltet dann neue Dinge frei, um eben im Spiel weiter ins nächste Biom vorzudringen. Schaltet auch neue Rezepte frei, neue Baumöglichkeiten, solche Geschichten. Und gerade was das Bauen angeht, legt das Spiel sehr viel Wert auf die Baumöglichkeiten selbst. Also man hat relativ viel Freiheit, was das Bauen angeht. Ansonsten, es orientiert sich auch ein Stück weit, finde ich persönlich, an Minecraft. Also es gibt auch so diesen, so eine Mischung aus relativ vielen verschiedenen diesen Farming-Aspekt. Ja, es ist im Endeffekt so eine Mischung aus Minecraft und ja, jetzt beliebiges Survival-Spiel einsetzen. Aber es ist auf jeden Fall sehr abgerundet. Also es ist nicht so wie bei manchen anderen Survival-Spielen, dass es extrem nervig ist, sondern ich finde, das Spiel ist eigentlich relativ fair. Auch was so Fehler angeht, ist es eigentlich relativ fehlertolerant. Also man hat schon Momente, wie jetzt bis auf die beiden Skitos, das möchte ich nochmal anmerken. Wie die beiden jetzt in den Ebenen, in dem Biom, wo es auch mal ein bisschen schwieriger zugeht. Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel eigentlich nie unfair. Sollten wir das Portal mitnehmen oder wollen wir das hier stehen lassen? Ich würde es mitnehmen. Wobei, nee, ich habe Sachen für drei Portale mit. Oh. Lass uns hier stehen, da können wir das Goblin-Dorf dann bei Gelegenheit nochmal raiden. Und um da nochmal hinzuzufügen, ich finde auch ehrlich gesagt, dass das Spiel für den Status, den es hat, auch schon relativ fertig ist. Finde ich. Das stimmt auch, für ein Early-Access-Spiel macht es schon einen relativ fertigen Eindruck. Also wir haben jetzt hier, also ich zumindest habe, glaube ich, irgendwas zwischen 250 und 300 Spielstunden auf der Uhr. Und das ist für ein Spiel, was seit dem Release kein großes Content-Update gesehen hat, eigentlich relativ gut. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass extrem viel fehlen würde. Also es gibt ein paar Dinge, die halt einfach noch nicht richtig gut funktionieren, das ist klar. Es kommt aber so im Großen und Ganzen ist es schon verhältnismäßig abgerundet. Ja. Genau, lass dich einfach von unseren Spielkünsten hier mal überraschen, was in Valheim alles so möglich ist. Also zum Beispiel ist es ziemlich gut möglich, sein Boot immer wieder kurz aufs Land zu setzen. Warte mal, bevor du hier weitermachst. Warum kann ich nicht? Ja, ich kann nicht zurück. Weiter. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Ach klar, gibt's einen Rückwärtsgang. Nein! Du hast ihn drin. Der ist halt nur sehr langsam, der Rückwärtsgang. Also du musst ein bisschen Geduld haben. Also, es ist nicht so wie beim Auto. Du hast halt keine Bremse, du stehst dann da und machst Rückwärtsgang rein. Macht halt nichts, aber na gut. Ja, das geht schon. Du kommst doch rein. Hier, ich zieh hier was durch, mein Jung. So, reparier mal. Danke. Los geht's. So, den Jagd-Loot-Spawn hast du ja, so weißt du ja, wo wir hin müssen. Das ist richtig. Wunderbar. Gar famos. Oh, müsste passen. So richtig im Blick, wie viel Eisen wir brauchen, hat aber keiner, ne? Also. Ne, schon ein bisschen was. Also manche alles. Sachen kosten so 20, 30 Eisen. Okay. Da kannst du dir ungefähr hochrechnen, wenn du das für jeden haben willst. Sind es schon mal 60, 90? Wir haben jetzt 210 hier in der Kiste. Hm. Ist ein Anfang. Was wollen wir denn alles damit machen? Also ich erstmal Schild. Schild und Rüstung. Ist so mein. Was würde ich halt als letztes machen? Was würdest du denn als erstes machen? Also Rüstung ja, aber Schild macht halt erstmal noch nicht so den Unterschied tatsächlich zu dem. Ja, wenn du so ein kleines willst, dann ja, aber ich will halt bei dem großen bleiben. Ach so, aber da lohnt sich generell das Upgrade nicht auf das
Also außer optisch sieht es natürlich cool aus. Ja, ja, ich weiß. Aber ich finde, das auch, nee. Von den Werten her lohnt sich's nicht, genau. Nee, ist so. Weiß ich. Nee, ich will auf jeden Fall wieder so ein kleines Schild, weil ich brauche das einfach. Ist das jetzt schon hier? Müssen wir den Rest laufen? Wie gesagt, ich würde das Portal einfach an die Küste stellen und dann, wenn wir zu dritt in die Plains gehen, können wir uns immer noch eine bessere Position dafür suchen. Nur erstmal, dass wir einen Weg... Also ich glaube, das ist hier, oder? Jojo, das wird schon sein. Ich würde es auch hier einen Dunkelwald bauen, um ehrlich zu sein. Ja, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie... Aber Matze hat mir gerade voll reingeredet. Entschuldigung. Matze doesn't give a hoot. Ich hab mich doch entschuldigt. Ist doch okay. Es tut mir leid. Was ist denn hier? Hier ist eine Struktur! Und hier seid drei Lachse. Ach, du schreibst auf dem Handy. Ja, nee, gut, alles klar. Das verstehe ich. Da komme ich auch immer nicht klar. Die Autokorrektur kann manchmal eine richtige Bitch sein. Ja. Ah. Holst du mal bitte Holz? Ja. I forgot something. Goblin Dorf! Ja? Nice. Also ich glaube, ich bin gleich mit meiner allerersten Krypt durch. Nice. Hier, du hast hier noch... Achso, das sind alles Eisensachen. Ah. Ja, die habe ich mitgebracht, um nicht beim ersten Hit von so einem Deskitor zu sterben. Ich hielt mich für klug in dem Moment. Cool, die Lochse, die zerstören hier die Fauna. Ja, die sind ein bisschen... Wenn die einmal aggressiv sind, mähen die alles um. Kennen sie nicht. Die hiesige Flora und Fauna. Zart. Ich habe gerade nur die Soundeffekte gehört und die waren geil. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin hier zu dem Obelisken. Hörte sich nach Insta-Karma. Warum? Gib mal dein Holz her, ich hab einen Plan. Ja, aber du willst jetzt nicht hier ein Portal bauen, oder? Na? Mitten in den ebenen Biom, wenn 2 Zentimeter daneben ein dunkler Wald ist. Ja. Warum? Dann können wir auch gleich bis zur Jaglut hinlaufen. I mean... Ja, dann gehen wir hier 2 Meter runter, so bauen wir es hier hin. Danke. Hier ist es viel besser, das macht so einen riesigen Unterschied. Ja, weil es ein anderes Biom ist. Und ja, nicht das. Deshalb können die Goblins auch definitiv nicht in das andere Biom gehen, wenn sie in den Plains hier direkt nebenan spawnen. Ihr geht doch also weiter, die Goblins... Ich weiß, gehen die Goblins erst in andere Biome und spawnen da, wenn du Jaglot besiegt hast. Ja, jetzt, Ja, aber die können ja trotzdem in auch zumindest Plains mal eine Werkbank hin, hier rübergehen, meint Benny damit. Ja, natürlich, ja, aber... Wie gesagt, ihr segelt ja eh gleich weiter, dann ist der Bereich der Map wieder ungeladen. Segeln wir denn dann hin? Kevin, Werkbank bitte. Ach so. Ja, ich habe gerade hier Ziel. Einen roten Bereich. Weil ich erhoffe mir ja davon, dass ich da ein bisschen effektiver die Kohle farmen kann, dadurch, dass die Ashlands ja bevölkert werden von den... Ich nenn's mal Jaglut Born. Geht nicht. Da hinten ist ein Goblin-Dorf, das werde ich mal markieren. Kevin, du wärst ein guter Goblin. Ich weiß, ich habe auf das darstellende Spiel im Musikunterricht auch eine 1 gekriegt mit meiner Gruppe. Und da habe ich einen Goblin dargestellt. Ich war dabei und kann sagen, es war bezaubernd. Ah, ne? Hier, willst du nicht das Portal irgendwie einmauern? Ich habe kein Holz. Ich habe doch noch ein... Na, dann bau das doch ein. Ach so, na, weil du einfach gehst. Ich war mir unsicher. Du meinst, wie lange wir schon streamen? Also meinst du, wie lange... Moment, Meister. Achso, doch. Meinst du, wie lange im Sinne von seit wann machen wir das? Oder wie lange machen wir heute? Oder seit wann wir heute angefangen haben? Ich antworte jetzt einfach auf beides.
Wir haben heute angefangen so gegen 20.15 Uhr. Und wir machen meistens so ungefähr bis 23 Uhr. Generell streamen wir seit, Kevin, hilf mir mal, wann haben wir denn angefangen damit? Also unseren YouTube-Kanal gibt es seit Juli letzten Jahres und ich glaube ein paar Monate später haben wir angefangen zu streamen. Erstmal sanft mit Anno. Das ging nicht, ne? Das nur seit wann heute? Aussehen. Na gut, okay. Dann habe ich jetzt trotzdem die Annalen unseres Kanals erzählt. Da ist Benny hier noch ein bisschen, wenn du schon dabei bist, wo der Baum steht. Also Dienstag ist tatsächlich der derzeit einzig regelmäßige Stream von uns und der startet immer so 20.15 Uhr rum. Plus minus 5 Minuten, je nachdem wie die Technik... Uiuiui, was ist denn hier los? Trauger Schmauger. Nee, nix. Bau mal den, bitte den, den Baum hier ab. Geht nicht. Gut, lass mal. Nice. Wie das geht. Hab kein Holz. Möglicherweise habe ich meine Spitzhacke nicht ganz repariert. Once again. Würdest du mal aus dem Weg gehen? Warum? Was ist denn nur schon wieder? Weil das nicht passt. Gib mir mal wieder Holz. Oh, Holz. Mach doch einfach irgendwie. Nee, es muss. Also, du kannst doch hier nicht einfach ein Loch zwischen der Wand und der Tür haben. Das geht doch nicht. I mean, who cares? Ich. Benny cared. Und ich auch, wenn ich ehrlich bin. Das Lustige ist, wir haben die Werkbank nicht mit eingebaut, ne? Die wird halt safe zerdonnert werden. Ich glaube, da wird gar nichts zerdonnert werden, Kevin. Warum nicht? Na, weil ihr, wie gesagt, das Gebiet zeitnah verlasst und dann spawnt da nichts, weil das... Ne, es ist ja nicht immer die ganze Map aktiv. Es ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt komplett die Map lädt und alles voller Mobs packt, sondern das ist immer nur der Bereich um dich herum aktiv. Und wenn ihr weiter segelt, ist das quasi aus dem Speicher und dann passiert da genau gar nichts. Erst wenn wir da wieder hingehen... Okay. Wird da wieder Action passieren. Aber ich glaube, dass in der Zwischenzeit da nichts kaputt gehen wird. Deswegen okay. Ist Hemland jetzt auch relativ safe, weil keiner in der Nähe von Hemland ist. Niemand ist in Hemland. Nee, das war kein Sarkasmus. Das ist tatsächlich eine true story. Welche? Dass Benny und ich Geschwister sind. Ach so. Ja, ist tatsächlich so. Kann man nichts machen. Sucht sich's nicht aus. Nee, nee. Wirklich nicht. Aber ich hätte es auch schlechter treffen können. Oh. War ja fast wie was Nettes. Hier, wie wär's denn, wenn du mich ganz kurz unterstützen würdest? Ich habe hier zwei Lochse am Hinterteil. Warum hast du die angelockt? Oder angeloxt. Ich wollte auch gerade den gleichen bringen. Oh, das ist ärgerlich. Kommst du klar oder kann ich noch fertig bauen? Du kannst noch fertig bauen. Alles klar. Sieht Kevin im Hintergrund nur panisch hinherrennen. Ich sterbe, Benny. Da ist immer noch eine Lücke zwischen Tür und Wand. Das passt noch nicht so ganz. Eigentlich bin ich gar nicht panisch am Hin- und Herrennen. Ja, aber dieses Bild hatte ich gerade im Kopf und es brachte mir Amüsement. Machst du. Wieso ist denn hier Feinholz, so normales Holz, Kernholz, Deer-Trophies und Fleisch in einer Steinkiste hier oben? Weil das vermutlich eine Not-Assigned-Kiste ist. Eigentlich. Und man die halt auch einfach nutzen kann, wie man will. Nö, steht eigentlich noch mehr Steine da, aber ist gut. Nee, für mich ist sie immer noch Not-Assigned. Achso, für dich ist die Not-Assigned, okay. Deshalb wir haben tatsächlich Not-Assigned-Kisten, aber die sind leer, aber naja. Hm. Nur nochmal zur Erinnerung, was immens wichtig ist. Und zwar, dass die Ordnung immer eingehalten wird. Naja. Auf jeden Fall. Das ist auch geklärt. Das Portal markieren brauchen wir eigentlich nicht mehr. Kriegen wir hin. Bist du oder soll ich? Was für Portal markieren? Das ist neben dem Goblin-Dorf. Mach du mal bitte. Ich hasse ausparken. In real oder im Game? Im Game. Real geht's eigentlich. Schieb mal bitte an. Nee, das kann ich ja auch zu dir sagen, schieb mal bitte an. Hast nicht ein einziges Mal gemacht, immer zugeguckt. Ich hab auch schon mal angeschoben, Kevin. Frag doch so einen Lox, ob er euch hilft. Mach doch gerade. Ja, sehe ich schon, Mensch. Aua!
Aua! Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Sarkasmus war. ich würde gerne noch irgendwie da reinkommen in das Boot, wenn du dann fertig bist. Fertig, ja. Hier kannst du an Land kommen. Okay. Ans Boot. Weiß halt nicht, merkt man das wirklich, oder? Verlabern wir uns einfach nur gegenseitig immer wieder. Wahrscheinlich beides. Ah, es war Sarkasmus, sehr gut. Kann einfach der Lux mal... Das beruhigt mich jetzt aber, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich habe die Krypt nicht markiert, ich bin so ein Lappen im Gesicht. Ja. Dann sagt man das so. Ah, bist immer noch auf der Kevin Cam. Ich bleib jetzt... Achso, na gut, ihr segelt jetzt wieder, vielleicht schalte ich mal wieder zurück. Ja. Aber bei mir passiert halt wirklich nicht viel Spannendes, ne? Also ich mach basically Eisenfarm. Wenn euch interessiert, wie Eisenfarm funktioniert, geht auf YouTube und guckt Folge... Lass es mal 60, 70 rum gewesen sein. Da waren wir die ganze Zeit in den Krypts unterwegs und haben genau das gemacht, was ich jetzt auch mache. Deswegen war ich jetzt eine ganze Weile bei dir drauf, weil ihr wart jetzt doch in den Plains eine Weile und habt euch da... gütlich getan, deswegen schien mir das sinnvoll. So, jetzt markiere ich mir aber mal die Krypt hier. Es gibt, by the way, echt viel Krypts hier. Also, wir haben jetzt schon zwei Planes gefunden, haben da jeweils ein Portal hingebaut. Und eins davon war Jagdloot. Und jetzt geht's Richtung Ashlands. Also sind heute richtig produktiv, das ist schon übrigens, fast täglich. Wo wir gerade beim Thema produktiv sind, ich habe an die Harpune gedacht. Nein! Ah? Jetzt leckst du mir am Arsch, das ist doch ein Scherz, das ist ja Wahnsinn, Mensch. Ja, mei. Ja, Herrschaftszeiten, jetzt kannst du ja richtig losgehen bei euch. Ja, mei. Aber Sie hörten gerade Bennys Bayerisch, 100% davon. Ja, mei. Aber ich glaube, damit würde ich auf dem Oktoberfest ab einer gewissen Uhrzeit durchkommen. Ja, mei. Magst du noch ein Maßbier trinken? Ja, mei! Ja, mei! Ach, guck mal, das ist ja ein süßes Goblin-Dorf. Wo? Du bist nämlich immer noch auf der Kevin-Cam, ne? Kann das sein? Ja. Ich... Soll ich wegschalten? Willst du... Möchtest du... Wollen wir das mal raiden, haben? Kevin? Was denn? Das Goblin-Dorf hier rechts. Wir sollen doch nichts raiden! Ja. Ich hab nicht gesagt, dass ihr das nicht sollt. Ich hab euch nur den nett gemeinten Rat mitgegeben, dass es wahrscheinlich einfacher ist, wenn wir das solche Sachen zu dritt erledigen. Ist das ein... Ach, guck mal! Das ist Leviathan. Ein Leviathan. Wollen wir den mitnehmen? Ah, den können wir mitnehmen. Den könnt ihr ruhig mitnehmen. Ich würde ja sagen, zu dritt sind wir effizienter, aber... So viel Chitin brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hier kommen wir auch nicht mehr vorbei, höchstwahrscheinlich mit einem Boot. Das ist das Problem. Na. Okay. Könntest du recht haben. Ach ja. Wenn du es so siehst, müssen wir auch bei dir in den Sümpfen mit sein. Das wäre auch effizienter. Das stimmt, ja, da hast du recht. Na siehste, endlich. Aber die, so, die Krypts sinken ja nicht gen Meeresboden. Oh, machen wir los, Kevin. Ja. Das meine ich damit, aber macht ruhig einfach. Wollen wir auch jetzt. Was ist denn immer meine Ausdauer? Mein Rested Buff ist weg. Oh mein Gott, ich habe noch 20 Sekunden Rested Buff. Scheiße. Muss erstmal raus. Das... Hab ich denn was für den Red? Nee, ja. Ich komme gerade aus Hebenland und habe mir keinen Rested Buff geholt. Das stimmt mir eigentlich nicht. Naja, aber schön viele Gedärme eingesammelt. Die können wir zur Wurst verarbeiten. Er ist ja am Verrecken, Benni. Ich. Ah, 22 Chitinen und du? 21. Ah ja. Für kurzes Vorbeisleiden. Pretty effective. Ist wahr. Passt schon. Im Vorbeigehen dem Leviathan was vom Gebälk gesnickert. Ja, echt mal, genau, Matze. Weißt du, wo du hin musst, um deinen Rested Buff wieder zu holen? Mhm. So. Oh!
Das ist wirklich schade, dass das Discord so verschluckt, wenn du da so voller Inbrunst dich da reinhängst. Vielleicht musst du auch einfach deine Mikrofonempfindlichkeit da ein bisschen toleranter stellen. Vielleicht soll ich näher ans Mikrofon rangehen. Ich glaube, das macht es eher schlimmer als besser. Weiß ich nicht. Weißt du, wo die Ashlands sind? Im Süden. Nice. Also es sind basically überall im Süden. Man kann eigentlich nicht dran vorbeifahren. Nice. Wobei, wenn ihr dran vorbeifahrt, dann stürzt ihr in die Tiefe und euer Zeug ist unwiederbringlich weg. Ach so, das kann passieren. Also man stürzt vom Weltrand. Das ist so wie im echten Leben. Das ist eine flache Erde, genau. Das ist wie im echten Leben. Die Erde ist flach. Und ihr stürzt dann vom Weltrand. Und wenn das einmal passiert ist, dann kann euch kein Camp-Trail-Pilot mehr da rausholen. Schade. Ne? Weil die auch gar nichts können. Nee. Ja doch, die Menschheit unterdrücken. Durch Chemtrails. Obviously. Ach ja. Och, wenn das so wäre, wäre das richtig nice. Wobei, dann gäbe es wieder irgendwelche Menschen, die da Ananas drauflegen würden auf die Erde. Safe, dann wäre die Erde auch wieder verloren. In dem Falle tatsächlich unwiederbringlich. In dem Falle wäre ja das Haus von SpongeBob Schwammkopf die ultimative Hawaii-Pizza-Belegung. Also eine bewohnbare Pizza Hawaii sozusagen. Holy shit, ist das ekelhaft. Damn. Bin kurz weg, muss meinen Pizzadealer anrufen. Also die Crypt war jetzt aber relativ unspektakulär, muss ich sagen. Also da habe ich Kevin dort rechts insgesamt 15 Eisen rausgezogen. Ist ja ein Witz. Nüscht. Bis jetzt hat sie noch keiner gefunden, der unsere Milfquitte vermarkten wollte, leider. Aber wir sind noch dran. Wir haben das nicht aufgegeben. Nein, die Idee besteht noch. Übrigens, wir haben hier die Mistlands gerade gefunden. Cool. Was? Die Mistlands. Kevins kommendes Lieblingsbiom. Mistlands. Okay. Mhm. Ich glaube, die heißen im Deutschen Nebellande. Obviously. Aber hier sind doch Moskitos und so. Vielleicht ist es ein kleines Plains-Biom dazwischen noch. Ich wollte eigentlich an Land gehen, um das Schiff zu reparieren, weil es relativ kaputt ist. Machen wir das. Und außerdem habe ich gedacht, du sagst, dass hier eine Struktur ist, aber sich offensichtlich nicht so gesehen. Nee, Kevin hat eine Zuschauer Struktur zu ignoriert. Ich bin gleich tot. Ja, war mir klar. Muss mal ein Portal bauen. Jo. Außerdem die nicht Struktur, sterben. Die dir vollkommen egal war. Naja, passiert am besten. Ich kann ja nicht immer sein, der carried. Ich glaube halt, ne, der Markt ist einfach noch nicht reif genug für eine Milfquitte. Und du bist doch immer noch bei dem Thema. Ich dachte, es wäre schon wieder weg. Nö. Es lebt tief in mir, dieses Thema. Ne? Ich mag das. Genauso wie unser Ford Kokos, der ist ja auch noch im Gespräch. Aber da ist es mit den Markenrechten deutlich schwieriger, einen Ford Kokos zu bringen, als bei einer Milfquitte. Aber die große Frage ist, ist die Welt schon bereit für Milfquitten? Offensichtlich noch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.